Gleichberechtigung darf nicht vor den Kirchentüren enden. Es muss darüber diskutiert werden, wie Frauen in unserer katholischen Kirche noch mehr Verantwortung übernehmen können und eingebunden werden. Kirche ist für mich dann glaubwürdig, wenn sie wie in einer Familienkonferenz verschiedene Meinungen stehen lassen kann und auch versucht umzusetzen. Meine Familie funktioniert ohne Machtdemonstration, ohne Ausgrenzung und Abwertung. Das alles wünsche ich mir von einer glaubwürdigen Kirche. Dass sie uns allen die Möglichkeit gibt, die Liturgie, die Diakonie und das Zeugnis aktiv mitzugestalten. Keine Ausgrenzungen, sie widersprechen Jesu Botschaft. Stattdessen gelebte Gemeinschaft im Glauben an einen liebenden Gott, in der Hoffnung auf seinen Heiligen Geist, in der Liebe zu seiner Schöpfung. Die katholische Kirche muss die Lebenswirklichkeit der Menschen sehen, verstehen und einbeziehen, um glaubwürdig zu sein. Dazu gehören auch Frauen, die sich fürs Priesteramt berufen fühlen. Diesen Frauen muss der Zugang gewährt werden. Wenn sich die Amtskirche weiterhin weigert, Frauen für Weiheämter zuzulassen, werden wir aufgrund des eklatanten Priestermangels künftig kaum mehr Eucharistie feiern können. Aber genau das erwarte ich von einer glaubwürdigen Kirche, weil die gemeinsame Mahlfeier der eigentliche Auftrag ist, den Jesus uns hinterlassen hat. Frauen sind das Rückgrat der Kirche und wollen und können Päpstin, Bischöfinnen, Priesterinnen und Diakoninnen sein. Jeder kann entsprechend seiner Begabung bzw. seinen Fähigkeiten Ämter und Aufgaben übernehmen. Ich erwarte von meiner Kirche, dass wir Frauen nicht nur am Nebentisch, sondern gleichberechtigt mit den Männern am Haupttisch sitzen dürfen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich das noch erleben darf. Frauenstimmen zählen. Für den KDFB seit über 100 Jahren. Nutzen wir jetzt die Chance, gemeinsam neu aufzubrechen. Was erwartest du von einer glaubwürdigen Kirche? Erhebe deine Stimme. Schick uns dein Video. Werde Teil von Frauenstimmen.